She's so fucking shy. She takes selfies with a giant camera. Nach über einjähriger Pause meldet sich die französische Software-Schmiede Dontnod mit seinem zweiten Titel Life is Strange zurück. In dem von Square Enix vertriebenen Third-Person-Adventure steuert der Spieler die Fotografiestudentin Max Caulfield, die von Seattle zurück in ihr Heimatkaff Arcadia Bay zieht, um dort an der Blackwell Academy ihrem Traum nachzugehen. Als introvertierte Indie-Hipster hat die Protagonistin mit dem alltäglichen Überleben im College-Alltag eigentlich schon genug Stress und Ärger an der Backe. Doch als sie dann noch genau an ihrem 18. Geburtstag per Zufall erfahren muss, dass sie übernatürliche Fähigkeiten besitzt, gerät Max' Leben so richtig aus den Fugen. Und alles beginnt mit einem düsteren Albtraum. Was die Bedeutung dieses Traumes angeht, tappt Max zusammen mit dem Spieler erst einmal im Dunkeln. Nach dem unsanften Erwachen findet sich unsere Heldin im Fotografiekurs wieder, darf ein Selfie von sich schießen und sich vom vergötterten Kursleiter schelten lassen. Eine Auszeit will sich Max kurz Zeit später auf dem Schulklo hingeben. Statt der ersehnten Ruhe kommt es dort allerdings zu einem schicksalshaften Zwischenfall. Die Protagonistin darf miterleben, wie einer der Schulbullies eine Mitschülerin erschießt. Just in dem Moment, als Max reflexhaft aus ihrer sicheren Deckung springt, geschieht das Undenkbare. Sie entdeckt ihre Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen. Nach kurzer Lernphase ist es ihr daraufhin zusammen mit dem Spieler möglich, den Mord ungeschehen zu machen. In Life is Strange wird der Spieler regelmäßig mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert. Je nachdem, für welchen Weg sich Max entscheidet, nimmt ihre eigene Geschichte und die aller Beteiligten einen anderen Lauf. Doch dank ihrer neu erlangten Fähigkeiten hat die Schülerin die Möglichkeit, bestimmte Aktionen durch das Zurückspulen der Zeit zu revidieren und daraufhin diverse Alternativen zu testen. Dieses Plotkonzept dürfte spätestens seit The Butterfly Effect oder Riley Rewind keine Neuheit mehr sein. Vor allem die gerade als zweites genannte Webserie hat verblüffende Ähnlichkeit mit Life is Strange. Dreht diese sich doch ebenfalls um eine College-Studentin, welche die Zeit zurückdrehen kann, um alternative Entscheidungen zu treffen. Auch Entwickler Dontnod machte bereits in seinem ersten Titel Remember Me selbst Gebrauch von dieser Mechanik. In dem dystopischen Action-Titel war es Titelheldin Nillen möglich, durch die Gedanken und Erinnerungen von Individuen zu spulen, um diese somit zu manipulieren und Geschehenes gravierend zu verändern. Leider hatte all dies auf den eigentlichen Spielverlauf wenig Einfluss. Die Geschichte des Third-Person-Prüglers blieb zur Enttäuschung vieler Spieler streng linear. Bezüglich dessen geloben die kreativen Köpfe hinter Life is Strange allerdings Besserung. Im Gegensatz zu ihrem Erstlingswerk sollen hier alle vom Spieler getroffenen Entscheidungen die Geschichte auf kurz und lang gravierend verändern. Dementsprechend gibt es keinen definitiven Lösungsansatz und die Story kann sich in jede mögliche Richtung entwickeln. Kleinste Entscheidungen, die auf den ersten Blick positiv wirken, können später Verheerendes nach sich ziehen.
Soweit zur Theorie. Doch wie genau funktioniert das Gameplay von Life is Strange nun wirklich? Ist der erste Schock bezüglich Max neuer Fähigkeit erst einmal verdaut, manövriert der Spieler die Heldin durch ihren College-Alltag. In einer Third-Person-Ansicht und mit vertrauter WASD-Steuerung erkunden wir dabei den Campus, betrachten und interagieren mit Freunden, Studenten und anderen Mitmenschen und schnüffeln in allerlei fremden Angelegenheiten herum. Als angehende Fotografin mit ausgeprägter Neugier und einem Auge für Details interessiert sich Max natürlich für so gut wie alles, was ihren Weg kreuzt und nicht bei drei auf den Bäumen ist. Life is Strange ist primär ein Erkundungs- und Entdeckungsspiel. Jeder noch so kleine und nichtig erscheinende Gegenstand kann betrachtet und im Bestfall auch manipuliert werden. Von gelegentlichen Graffiti an der Wand bis hin zu einem vorbeifliegenden, ans Fenster klatschenden Vogel. Vorsicht ist hierbei allerdings geboten, denn bestimmte Interaktionen können den späteren Spielverlauf auf nicht gedachte Weise verändern. Neben dem Inspizieren der Umwelt nehmen auch Dialoge einen großen Teil des Spiels ein. Durch diese erfährt man Stück für Stück mehr über die Hintergrundgeschichte, pflegt Beziehungen mit diversen Charakteren und, wer hätte es gedacht, verändert abermals den Lauf der Dinge. Das Manipulieren von Zeit und Gegenständen und das Treffen von Entscheidungen bestimmt nicht nur den weiteren Storyverlauf, sondern sind auch notwendig, um im Spiel voranzukommen. So versperrt uns beispielsweise an einer Stelle Max Erzfeindin Victoria den Weg ins Wohnheim. Der raffinierte Plan, diese mit der Sprinkleranlage zu vertreiben, klingt im ersten Moment gut, zeigt aber nicht den gewünschten Effekt. Etwas lernen kann Max aus der Aktion dennoch. Denn sie bemerkt, wie der Hausmeister neben dem Eingang mit einem Farbeimer auf eine Leiter steigt und das Pinseln beginnt. Also dreht das schlaue Mädchen an der Zeit, lockert den Griff am Eimer und lässt dem Schicksal erneut seinen Lauf. Im zweiten Anlauf gibt der sabotierte Griff des Eimers nach und ein Regen aus Wandfarbe prasselt auf Victoria und ihre Mitläuferin nieder. Der Weg ist frei. In einem anderen Moment muss sich Max vor dem strengen Vater einer Freundin verstecken, da sonst böse Konsequenzen drohen. Doch die Uhr tickt unaufhaltsam, während unsere Protagonistin noch immer auf der Suche nach einer passenden Zufluchtsstätte ist. Ein Sprung aus dem Fenster? Das geht nicht gut. Und das Bett? Dafür ist Max schon zu groß. Also nichts wie in einem Wandschrank. Nur zu blöd, dass die im Weg stehende Lampe unseren wasserdichten Plan ruiniert. Keine Zeit, den Schlamassel aufzuräumen, also schnell an der Uhr gedreht und die Position des Raumleuchters verändert. Gerade noch rechtzeitig. Sollte Max all dies nicht in der vorgegebenen Zeit gelingen, muss sie sich der ungewollten Konfrontation stellen. Aber keine Sorge, auch dies kann dank ihrer Fähigkeiten rückgängig gemacht werden. Bei all den übernatürlichen Freiheiten sollte allerdings erwähnt werden, dass Max nicht zu jeder beliebigen Zeit zurückspulen kann. Das Spiel gibt die wenigen Momente, in denen dies möglich ist, per Hinweis vor. Auch ist der Zeitraum, der gespult werden kann, limitiert. Normalerweise kann Max die letzten 2 bis 3 Entscheidungen manipulieren. Weiter lässt sich die Uhr nicht zurückdrehen. Veränderte Objekte sind allerdings von unserer Zeitmanipulation nicht betroffen und eine Limitierung an Versuchen gibt es ebenfalls nicht. Sehr schön ist übrigens Max Tagebuch, in dem sie alle Geschehnisse niederschreibt. Die Entscheidungen, die sie während des Spielverlaufs trifft, werden dabei berücksichtigt. Ebenfalls hat man von hier Zugriff auf den SMS-Verkehr und eine Übersicht aller Charaktere und Orte mit ausführlichen Beschreibungen. Hier hört man die Liebe zum Detail förmlich knistern. Im späteren Spielverlauf trifft Max auf ihre alte Kindheitsfreundin Chloe, ein Wendepunkt in der Erzählung und Katalysator für die kommende Handlung. Während Max langjähriger Abwesenheit aus Arcadia haben sich beide entfremdet. Der Spieler ist also erst einmal damit beschäftigt, das Vertrauen von Chloe zurückzuerobern. Ist dies geschafft? Weiht uns die blauhaarige Punkerin in die Geschichte eines Mädchens namens Amber ein, eine Seelenverwandte von Chloe, die seit geraumer Zeit als vermisst gilt.
Spontan entschließen sich die beiden Damen daraufhin, das Verschwinden von Amber genauer zu untersuchen. Und als ob dies alles noch nicht genug wäre, erfährt Max von einer großen, unheilvollen Gefahr, die dem Städtchen Arcadia droht und welche nur sie dank ihrer übernatürlichen Kräfte verhindern kann. All diese Dinge selbst zu entdecken, ist der eigentliche treibende Motivator hinter Life is Strange. Deshalb hüllen wir uns darüber in Schweigen und verzichten an dieser Stelle auf weitere Spoiler. Life is Strange ist oberflächlich betrachtet ein den Regeln folgendes Coming-of-Age-Drama über College-Kids und deren üblichen Problemchen wie Sex, Liebe, Freundschaft, Hausaufgaben und Mobbing. Trotz seiner Originalität und dem Mut, mit Konventionen zu brechen, muss sich der Titel auch ein wenig Kritik gefallen lassen. So greift Don't Nod beispielsweise ungeniert auf Genre- und Charakterklischees zurück, die an manchen Stellen durchaus eindimensional wirken und auf den Zeiger gehen können. Generell ist die interessante Geschichte um Alleingängerin Max in ein typisches US-Highschool-Szenario eingeflochten, das nicht jedem Spieler zusagen dürfte. Sehr positiv ins Gewicht fällt hingegen das entschleunigte Erzähltempo. Das Spiel nimmt sich stets die richtige Portion an Zeit, um schöne Details und emotionale Momente zu inszenieren. Des Weiteren scheint das Szenario nur als Basis für eine weitaus größere und komplexere Geschichte zu fungieren. Man kann beobachten, wie das sanfte Drama langsam in Richtung spannender Mystery-Thriller driftet. Dass die Grafik von Life is Strange trotz Unreal Engine nicht mehr dem Stand der Zeit entspricht, wird nach wenigen Spielsekunden sofort klar. Texturen und Details sind grob und oberflächlich, die Akteure und deren Handlungen wirken teilweise schemenhaft und unnatürlich. Trotzdem wirkt sich dies überraschenderweise nicht negativ auf den Spielspaß aus, eher im Gegenteil sorgt dies für einen eigenen sympathischen und passenden Artstil. Es ist vor allem auch die extrem starke und Hollywood-verdächtige Inszenierung, die den Spieler emotional in den Bann zieht und ihn ans Geschehen fesselt. Ästhetisch wohlgewählte Kameraeinstellungen, tolle Perspektiven, Fahrten und Schwenks und ein verzauberndes Spiel mit Licht sorgen für ganz große Kinomomente. Der ohrwurmverdächtige Indie-Soundtrack trägt ebenfalls seinen Teil dazu bei. Life is Strange ist ein fünfteiliger Episodentitel, wovon momentan nur der erste Teil namens Chrysalis erhältlich ist. Wer dieses einleitende Kapitel des Spiels auch mehrmals mit verschieden getroffenen Entscheidungen durchspielt, muss feststellen, dass alle Wege letztendlich auf dasselbe Ende hinauslaufen. Dies sorgt für leichte Ernüchterung und lässt zu Recht die Frage aufkommen, ob der Spieler wirklich so viel Einfluss auf die Geschichte hat, wie vom Hersteller versprochen. Eine Antwort auf diese Frage können nur die weiteren 4 Episoden geben, denn sollten sich die Entscheidungen, die wir in den vorherigen Teilen getroffen haben, auf die Geschehnisse der späteren Episoden auswirken, hat der Titel als Gesamtwerk unbegrenzte Möglichkeiten und könnte als zeitloser Klassiker in die Videospielegeschichte eingehen. Separat betrachtet ist der erste Teil der Saga eine sehr solide, unverbrauchte und interessante Spielerfahrung, die behutsam, idyllisch und äußerst routiniert erzählt und inszeniert ist, die aber auch deutlich Luft nach oben hat und von diversen Verbesserungen durchaus profitieren könnte. Je nachdem, was Don't Nod dem Spieler mit den zukünftigen, im 6-Wochen-Rhythmus erscheinenden Teilen bietet, kann der weitere Verlauf der Geschichte mit Spannung erwartet werden. Es bleibt zu vermuten, dass Tempo, Komplexität und Dichte der Mystery-Story auf jeden Fall zunehmen werden. Life is Strange ist als exklusiver Download-Titel auf Steam erhältlich. Die erste Episode, die mit einer groben Spielzeit von 2-3 Stunden aufwarten kann, ist momentan recht preisgünstig als Einzelprodukt ladbar. Wer lieber gleich alle 5 Episoden auf einmal ordern möchte, hat dazu ebenfalls die Möglichkeit. Da momentan nur die erste Episode vorliegt, wird auf eine Gesamtwertung vorerst verzichtet.